Da hinten ist auf jeden Fall ein Holzelement. 1, 2, 3, 4. Oh, fuck, Alter. Fuck. Oh, tut mein Arsch weh. Echt schlimm? Oh, das geht mir voll in die Nüsse. Oh, scheiße. Geht's? Alter, das war mein Kettenblatt. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Willkommen zu einem neuen Video und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Endlich ist es soweit. Der Flowtrail Stromberg ist letzten Freitag in die Saison gestartet. Und ich hatte zeitlich gesehen das große Glück, eine halbe Stunde nach der Eröffnung direkt vor Ort sein zu können. Und es war Hammerwetter. Ich war so gut wie Mutterseelen allein und konnte mir alle Erneuerungen erstmal in Ruhe anschauen. Aber eine Sache, die neu ist, hat es definitiv in sich. Und was das genau ist, seht ihr in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. Da hinten ist auf jeden Fall ein Holzelement. Aha, aha. Das gucke ich mir aber erstmal jetzt mal gerade an. Hier nochmal so ein Step Up, Step Down. Ach so, geil. Ach, guck mal hier. Hier haben sie noch einen Sprung. Normalerweise ging ich so. Und jetzt kann man Sprung hoch, hinten wieder runter. Entweder fahren oder droppen. Und entweder hier links die Lines von letztem Jahr oder die neue schwarze pushen. Mhm. Der ist steil geshaped, aber sollte eigentlich gehen. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Hi. So. Noch ein bisschen rutschig. Jetzt geht's hier nach links. Eieiei. Noch alles sehr feucht. Ich glaube, ich schiebe noch mal kurz hoch. Ich hatte Probleme, hier reinzukommen. Das lasse ich aber jetzt auch, weil das ist wirklich noch so nass und das ist unnötig, ich sag mal, kaputt machen, Spuren reinfahren. Deswegen versuchen wir die Leine jetzt mal gerade ein bisschen anders zu fahren. Fahren es jetzt mal hier lang. Uiuiui, das war ja mal gar nichts. Das war, in der Luft war es ein No-Food, also ein nicht gewollter. Und dann ging es schön auf dem Sattel, aber Gott sei Dank auf dem Sattel gelandet. Ich muss gestehen, dass ich hier noch nicht so ganz reinkomme. Deswegen fahren wir die Leine jetzt nochmal komplett anders. Okay, war ein bisschen nosy. So, hier ist alles wie gehabt. Oh. Yo. Also ich muss gestehen, dass ich die Erneuerung im ersten Teil noch nicht so ganz gefühlt habe. Ich bin mir nicht sicher, ob der Anlieger als Absprung wirklich so geil ist. Zudem ist der Anliegerausgang, wenn man das Holzelement weglassen möchte, ein bisschen unschön gelöst, da dieser Baumstumpf mitten im Weg ist. Kann aber auch sein, dass ich mich bei meinen ersten Versuchen einfach nur dämlich angestellt habe. Ne, geht. Thank you.
zu langsam. Noch alles tierisch weich hier. So, hier bei denen auf jeden Fall langsam machen. Und hier die Dinger verstehe ich bis heute nicht. Oh, der funktioniert einfach so gut. Den fahren wir einfach nochmal. Opa. So. Und rein da. Und Tabletop. Oh Mann, dieser Sprung funktioniert so gut. Hoffentlich werden die den niemals ändern. Das Problem ist auch, dass ich mir das Ganze hier einfach noch nie in Ruhe angeguckt habe, weil es gibt bestimmt, ach scheiße, es gibt bestimmt auch eine Ideallinie. Naja, egal jetzt. Oh wei. Oh, oi, oi, oi. Eieiei. Ja. Der kickt auch immer so komisch. Natürlich war ich nicht den ganzen Tag alleine und so lernte ich Elias kennen. Zusammen ging es dann auf die No-Jokes-Line. Bevor wir aber eine komplette Abfahrt machten, wollten wir uns erst einmal das neu gebaute Gap im unteren zweiten Teil anschauen. Ich roll den einfach mal gerade an. Einfach nur mal, um ein Gefühl zu bekommen. Holy! Alter! Der ist schon weit. Ja, also von der Länge her ist das auch nichts, wo ich sage, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Aber es ist halt trotzdem eine Länge, die du nicht einfach so springst. Ja, ne? Klar, also so hier ich sowas ja ist. Eben, ich ja, eben schon. Ja, hier das ist wirklich machbar. Ne, das geht so. Aber das ist halt schon. Was haben wir denn hier jetzt? Da habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, also so irgendwas schon 6, 7 Meter hat das Ding. Das Speedpoint da hinten ist schon 7 Meter. Vielleicht. Ja. Ja, wie sieht's aus? Willst du dich mal anrollen lassen? Ja. Ja? Find's immer cool, wenn ich nicht der Erste bin, der irgendwie sowas springen muss. Okay. Ich fahr einfach mein Tempo. Oder was? Genau, du fährst jetzt wie gerade eben und ich häng mich dran. Gut. Versuch's zumindest. Oh, fuck, Alter. Fuck. Boah, das war viel zu kurz. Fuck. Boah, aber volle Suppe, Junge. Boah, scheiße. Boah. Hat's wehgetan. Boah, ich bin voll mit dem Arsch auf dem Sattel. Boah, scheiße. Boah, tut mein Arsch weh. Echt schlimm? Boah, das geht mir voll in die Nüsse. Boah, scheiße. Geht's? Alter. Soll ich halten, kurz? Boah, ich war viel zu langsam.
Alter Junge, das gab so einen Einschlag. Junge, ich habe mein Fahrrad schon in der Grätsche gesehen. Das Vorderrad war in der Landung, das Hinterrad war noch gar nicht drin. Ich habe gerade eben gedacht, warum ist meine Kette so dreckig? Das war mein Kettenblatt. Boah, leckos mio, Alter. Guck mal, wenn hier das mein Kettenblatt ist, war hier das, das hier war mein Hinterrad. Alter. Junge, ich war viel, viel zu kurz. Dass ich auf dem Sattel geblieben bin, ist alles. Ja, shit, Alter. Ja, nochmal. Ja, so ein bisschen Adrenalin geht ja schon durch, ne? Ja. Dass ich wirklich drauf geblieben bin, war ein Wunder, ey. Ja. Sauber. Ja, okay. Willst du vor? Ich würde jetzt gerade das Stück hier vorfahren. Jo. Unten kannst du dann wieder. Das ist gut, kannst du machen. So, dann. Viel Spaß. Eieieiei. Das war eine komische Leine. Ich finde es einfach immer wieder unglaublich cool, wie dieser Sport Menschen zusammenbringt. Ich habe Elias vorher nicht gekannt, dennoch hat er mich beim Sprung unterstützt und ich habe ihm vertraut, als würden wir uns schon jahrelang kennen. Und genau solche Momente sind es, die ich an diesem Sport liebe. Es war einfach Hammer, diese Kombination aus geilem Wetter nach wochenlangem Regen und einem Erfolgserlebnis. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Warst du vielleicht auch an dem Wochenende in Stromberg und was sagst du zu den Erneuerungen? Unterstützt den Kanal gerne weiterhin, lass einen Daumen, Kommentar oder ein Abo da, ich würde mich sehr darüber freuen. Und jetzt hoffen wir, dass das Wetter einfach mal so bleibt. Ich wünsche euch auf jeden Fall wie immer viel Spaß beim Biken, liebe Grüße gehen raus, wir sehen uns bis zum nächsten Mal.